Yo, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Teambuilding-Video. Und heute wird's etwas spezieller. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Ich habe selber überhaupt keinen Plan, wie der Little Cup funktioniert. Ich weiß nur, es dürfen Pokémon nur bis Level 5 antreten. Ich weiß, das EV-Training wird schwierig, deswegen muss man da irgendwie aufs Super-Training zurückgreifen. Und am besten nehmt ihr euch, wie ich es tue, Pokémon Showdown zur Hand, damit ihr seht, wie die EVs zu verteilen sind. Weil es ist einfach einfacher, dann halt das EV-Training dann zu machen, anstatt dann loszulegen und einfach zu machen. Und sich dann natürlich dann wundern, warum das mit dem EV-Training nicht so klappt, wie man es sich eigentlich vorgestellt hat. Denn wie gesagt, das Spezielle ist halt, dass alle Pokémon auf Level 5 sind und somit nur über Attacken bis Level 5 verfügen dürfen, über Zuchtattacken und über TM-Attacken. Mehr ist da echt nicht drin. Also das heißt, keine Level-Up-Moves, wenn es jetzt nicht gerade Tackle oder Heuler ist, was ich nicht hoffe, aber okay. Und guckt lieber alles zweimal nach. Ich sag's euch, guckt lieber alles zweimal nach, weil es wäre halt scheiße, wenn ich den Kampf aufnehme und dann halt merke, ey, da hält sich einer nicht an die Regeln. Warum ich Regeln mache? Damit das Ganze ein bisschen strukturierter abläuft. Weil sonst wird ja jeder machen, was er will. Deswegen, egal. Wir kümmern uns heute um Shimama, nämlich das Elecebar. Elecebar statte ich mit einem Lebenorb aus. Elecebar bekommt die Fähigkeit Motor Drive, was im Deutschen Starthilfe ist. Heißt, wenn ich von einer Elektroattacke getroffen werden sollte, erhöht sich dadurch meine Initiative. Was durchaus nützlich sein kann, wenn man sich mal nochmal kurz die relativ komischen und sehr niedrigen Werte anschaut. Dann habe ich dem Elecebar gegeben Nitro-Ladung, kriegt man per TM. Stromstoß, kriegt man per TM. Voltwechsel, kriegt man auch per TM. Und Doppelkick, ein Zucht-Move. Dürfte eigentlich klar sein, wofür ich das alles brauche. Ne? Flame Charge, um eventuell meine Initiative zu erhöhen. Wild Charge als starken Step, um größtmöglichen Schaden anzurichten. Voltwechsel, um einfach auszuwechseln, wenn es denn wirklich nötig ist. Und Doppelkick als starke Coverage für irgendwelche Gestein-Pokémon vielleicht. Ich werde euch aber auch in die Beschreibung noch alle möglichen, also eine Liste reinstellen, wo alle möglichen Pokémon aufgelistet sind, die da mitmachen dürfen. Und da habt ihr auch ein bisschen Zeit, euer Team aufzubauen. Ne, kein Stress machen. Wie gesagt, das Schwierigste ist Level 5. Ne? Es wäre halt gut, wenn sich auch jeder daran hält. Nicht, dass ich gegen Level 6 kämpfe, aber gut. Wir haben Shimama. Shimama, das Elecebar. Shimama hat eine Bodenschwäche. Ein Flug beziehungsweise Pokémon mit Schwebe. Genau, ich war gerade ein bisschen abwesend. Sorry. Und jetzt, wo ich gerade Chingeling sehe, muss ich an dieses Lied von Missy Elliott denken. Und jetzt nenne ich es einfach Missy Elliott. Nee, ich nenne es Elliott. Elliott, weil ich daraus dann ein... Warte mal. Ich muss natürlich jetzt auch gucken, dass ich den Namen auch richtig schreibe. Das wäre ja peinlich, wenn ich Missy Elliott... Ah, mit 2L und 2T. Okay. Elliott. So. Wir starten. Chingeling. Mit welchem Item aus? Ihr dürft auch das Item Evolit benutzen, aber der Fairness halber gibt es wirklich nur einem Pokémon. Ich meine, ich kann es nicht nachprüfen. Natürlich nicht. Das. Wie sollte ich auch? Aber guckt bitte, dass ihr dem
wirklich dann nur wirklich einem einzigen Pokémon den Evoliten gebt, weil sonst ist das halt ein bisschen scheiße auch mir gegenüber. Wie wär's, wenn ich Tingling Choice Specs gebe? Und das Gute ist ja auch, gerade beim Little Cup, man kann den Berry Juice benutzen, also den Beerensaft benutzen, der 20 KP instant aufheilt. Und beim Little Cup gibt's kaum Pokémon, die mehr als 20, wenn nicht sogar 30 KP haben. Deswegen haltet euch das mal so ein bisschen vor Augen. Die Zucht und alles ist eigentlich im Prinzip genau dasselbe. Wie gesagt, das Schwierige wird dann halt sein, das EV-Training. Aber ich denke, Choice Specs, ja, machen wir Choice Specs. Und dann gebe ich dem Tingling einmal Zauberschein, um irgendwelche Unlicht-Pokémon, Kampf-Pokémon direkt zu treffen. Ich gebe ihm natürlich auch Psychokinese. Was sehen meine entzückenden Äuglein? Spukball. Machen wir. Und es hat... Warte mal. Das muss... Seht ihr? Das meine ich. Das muss man immer mal kurz nachchecken. Oder, ne? Mal kurz checken. Ich sehe, dass Klingplim Recover da stehen hat. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es Genesung auf Level 1 bis 5 lernt. Aber es kann Genesung durch Zucht lernen. Okay, dann haben wir einen guten Recovery-Move, würde ich sagen. Recover. So, und wie machen wir den EV-Split? Also komplett, ich würde sagen, komplett Spezialangriff. Ich mache auch ein Modest Nature. Mach dann kompletten Angriff. Ihr seht, es geht auch nicht bis 252, weil sich das dann einfach nicht mehr auswirkt. Deswegen nehmt euch bitte Pokémon Showdown zur Hand. Das erleichtert euch einiges. Auch wenn ihr der englischen Sprache nicht so mächtig seid, aber es erleichtert einiges. Ich würde dann gerne ein bisschen was auf KP machen. Wow, ein KP, aber gut. Und vielleicht noch ein bisschen was auf die Verteidigungswerte. Dann haben wir wenigstens ein kleines bisschen Bulk und können ordentlich austeilen. Okay, damit hätten wir Elliot, das Klingplim und Shimama, das Elezeba. So, ein Unlicht-Pokémon wäre tödlich. Ein Käfer-Pokémon auch. Deswegen brauchen wir ein Fighting-Pokémon. Ein Pokémon, das fightet. Und ihr seht, die Auswahl ist relativ beschränkt, was Kampf-Pokémon angeht. Wir haben Menki. Und ihr wundert euch bestimmt, warum jetzt hier Mediti nicht auftaucht. Weil Mediti in einem separaten Tier ist. Nämlich dem Little Cup Uber. Da sind auch einige, ich glaube, 4 Pokémon, die auch dann halt nicht für den Little Cup zugelassen sind. Wie wär's, wenn ich... Was könnte man denn dann nehmen? Ich hab irgendwie voll Bock, Scraggy zu nehmen. Scraggy finde ich gut. Scraggy bekommt von mir auch eine Offensivweste. Wobei... Nee. Das, nein, machen wir nicht. Wir machen Bedroher als Fähigkeit. Ich habe nämlich schon was anderes geplant. So, wir machen als ersten Angriff Mogelhieb. Immer mal wieder, ne, gucken, geht das überhaupt? Zurokex. Ich will es natürlich auch richtig machen. Nicht, dass ich es hier falsch vormache und ihr, wer es danach macht, wäre halt nicht so cool. Mogelhieb geht. Und ich sehe auch, dass Drain Punch geht, was sehr gut ist, um meine KP wiederherzustellen. Dann sehe ich Drachentanz. Oh, ein kleines Zurokex mit Drachentanz. Das liebe ich. Und Crunch geht Knirscher. Finte geht.
Abschlag. Ich sehe schon Knockoff. Also es gehen auch Attacken, die über den Attackenlehrer beigebracht werden können. Ne? Sowas wie Abschlag, wie jetzt zum Beispiel hier bei Zorokex. Donnerschlag oder Doppelhieb. Das ist alles kein Problem. Und Knockoff geht? Okay. Knockoff geht. Okay. Ich denke mal, die KP sind hoch genug. Wir haben bei Shimama 21, wir haben bei Elliot 22. Und jetzt brauchen wir noch einen Namen für Scraggy. Ich weiß nicht. Mir fällt keiner ein. Bestimmt wird mir noch einer einfallen. Aber währenddessen werden wir ein hartes Wesen spielen. Wo haben wir es denn? Adamant. So. Machen auch vollen Angriff, weil Drachentanz. Dementsprechend habe ich auch schon durch die Werte, die Zorokex hat, auch schon ein kleines bisschen Bulk. Deswegen kann ich eigentlich auch sofort alles in die Initiative packen. Und dann mache ich vielleicht trotzdem noch was in die physische Verteidigung. Kann zumindest nicht schaden, würde ich mal so behaupten. Aber ihr seht, es ändert sich extrem viel. Ändert sich super viel, also ich könnte selbst diese restlichen 24 EV noch irgendwo anders reinpacken und es wirkt sich einfach nicht aus. Aber gut, wir haben jetzt Zorokex. So. Dann bräuchte ich ein Pokémon, das Feenattacken aushält. Ich weiß, ich brauche natürlich auch eins mit Tarnsteiner und Rapid Spin, aber das gucken wir dann. Oder beziehungsweise mit Stachler und so. Trotzdem brauche ich jetzt erst noch was, um Kampf-Pokémon. Und da fällt mir sofort Ghastly ein. Ghastly ist ein super gutes Pokémon gegen Kampf-Pokémon und gegen Feen-Pokémon, falls sie denn auftauchen. Ich persönlich würde diesem Nebulak gerne. Was geben wir dir denn? Scraggy war eigentlich nicht geplant. Muss ich jetzt auch ehrlich gestehen. Aber ist okay. Wobei Nebulak war eigentlich nicht geplant. Was laber ich da? Okay, sorry, mein Fehler. So, was machen wir denn da? Nebulak. Nebulak geben wir den Berry Juice. Wobei es bestimmt andere Pokémon gibt, die wahrscheinlich besser mit dem Berry Juice bedient sind. Na, nicht den Berry Juice. Was machen wir denn da? Focus Sash. Ja, wir nehmen den Focus Sash. Wir haben Schwebe als Fähigkeit. Oh, ein zweites Schwebe-Pokémon. So, dann haben wir den Zugriff auf Spukball. Das ist essentiell wichtig, weil es ein starker Stab ist. Wow, wir können wir können Nebulak Donnerschlag beibringen, obwohl es keine Hände hat. Wir machen Irrlicht auf jeden Fall drauf. Wir machen Irrlicht drauf. Hey, Nebulak kann explodieren. Oh Mann. Es ist doch. Naja. Dann würde ich gerne noch. Was könnte man Gengar denn noch beibringen? Knockoff auf jeden Fall nicht. Wie sieht denn mit Icy Wind aus? Das geht, glaube ich, nicht. Doch, Icy Wind geht. Wow, warte. Nebulak.
Eishieb? Eissturm? Durch Attackenlehrer. Okay. Ist schön, dass ich auch mal wieder was dazulerne. Und dann werde ich jetzt mal ein bisschen exotisch und bringe ihm Donnerblitz bei. Kann ja bedingt durch den hohen Spezialangriff, den ich mit einem mäßigen Wesen jetzt noch ein wenig erhöhen werde. Und halt volle Initiative, weil warum nicht? Und die restlichen packe ich dann... Ja, seht ihr aber, der Berry Juice würde gar nichts bringen. Weil das würde sich echt nur lohnen bei einem Pokémon wie Kleinstein zum Beispiel, was Zugriff auf Robustheit hat, dann 1 KP über hat und dann kommt der Bärensaft und dann werden die KP wieder voll aufgefüllt. Und dann den Rest in die Spezialverteidigung. Fast wie hier oben, der vorgeschlagene EV-Split. Das kann auch relativ nützlich sein. Also dir die Funktion für den Suggested Spread. Das ist halt so ein vorgeschlagenes Ding. Da kann man schon mal ein bisschen gucken, auch wenn man sich jetzt mit EV-Training nicht so auskennt. Das Ding kann einem Vorschläge machen, oder halt einen Vorschlag machen, je nachdem, wie man sein Moveset aufgebaut hat und das Item und so. Kann schon recht nützlich sein. So, wir nennen dich Violet. Violet? Wird es mit Doppel-T? Ich habe keine Ahnung. Ich mache mich wieder zum Affen. Wie wäre es jetzt mit einem Pokémon, das auf ziemlich viel zugreifen kann, was den... was so Hazards angeht? Ich muss ehrlich, wie gesagt, ich muss gestehen, ich habe absolut keine Ahnung von diesem Tier. Ich weiß auch nicht, wie das aussieht mit Tarnsteinen und Stachler, ob das was bringt oder so. Keine Ahnung. Ich lerne aber immer wieder dazu, auch wenn ihr dann in die Kommentare schreibt, ey, du machst nur Scheiße, lass das. Dann weiß ich auf jeden Fall fürs nächste Mal Bescheid. Aber trotzdem würde ich dann gerne eins mitnehmen, was Rapid Spin kann. Und da sehe ich schon Shiggy. Shiggy. Pineco. Tentacool. Shellder! Tyroak kann Rapid Spin. Kabuto. Sandshrew. Ich muss mal eben überlegen. Sandshrew. Ich muss mal kurz überlegen. Sandan? Wow, sorry. Das war jetzt ein bisschen zu schnell. Rapid Spin. Ich würde doch eher Shiggy nehmen. Und Shiggy statte ich aus mit Leftovers. Gib ihm als Fähigkeit Rain Dish. Weil Regengenuss doch recht nützlich sein kann. Eventuell. Und wir sehen, Shiggy hat einen so übertrieben großen Movepool. Leftovers? Sag mal, spinnig? Nein! Wir geben... Oh mein Gott, ich gebe Shiggy einfach einen Walschal. Torrent als Fähigkeit. Sorry, wenn ich jetzt hier zwischendrin dann immer wieder meine Meinung ändere, aber ey, Torrent als Fähigkeit. Und dann gehe ich hin und mach Waterspout von Tränen. Ah,
könnte knapp werden. Okay, aber ich probiere es. Ich probiere es. Wir geben ihm auch noch den Zugriff auf Eisstrahl. Wir machen als zweiten Wasserangriff, falls Waterspout nicht mehr reicht, machen wir... Hallo, ich wollte gerne Waterspout haben. Danke. Eisstrahl ist ja die TM. Siedewasser ist die TM. Von Tränen ist ein Zuchtmove. Ich glaube, das haben wir jetzt hier auch. Ja doch, das sind alles TMs und vom Attackenlehrer. Und jetzt muss ich mal kurz noch was trinken. Water Spout, was gerade passt, weil ich gerade bei einem Wasser-Pokémon bin. Okay, lassen wir es. Eisstrahl, Siedewasser, Fontränen. Und ich würde ja gerne Aurasphäre nehmen. Das machen wir. Das ist der wieder. Hallo, ich möchte gerne Fontränen. Dankeschön. So. Und sicher ist, dass ich ein scheues Shigi nehme. Ein scheues Shigi mit voller Initiative. Heißt, wenn mein Shigi dann mit dem Walschall dran ist, dann habe ich eine Initiative von 22. Was jetzt vielleicht nicht sehr viel sein kann, aber es kann immerhin ein normales Elizeba überholen. Selbst mit einem Initiative Pluswesen. Dann gebe ich den Rest noch auf den Spezialangriff, damit ich relativ viel Schaden machen kann. Und dann noch den Rest auf KP. Weil, warum nicht? Hallo. Ich möchte gerne den Rest auf KP machen. Wie gesagt, ich kenne mich nicht aus in diesem Tier. Keine Ahnung. Und wie nenne ich Squirtle? Wie habe ich jetzt letztens mein Shigi genannt? War es Leonardo? Ich glaube Leonardo. Leonardo. So, und dann muss ich noch ein Pokémon haben. Oder kann ich ein Pokémon haben? Was Zugriff auf Giftspitzen hat, also Toxic Spikes. Oder Stealth Rock, also Tarnsteine. Pineco. Das passt. Und hier machen wir jetzt auch den Berry Juice. Berry Juice Sturdy als Fähigkeit, also Robustheit. Dann aktiviert sich der Bärensaft. Und hier machen wir Rapid Spin. Eigentlich war ja Chiggy der Rapid Spinner, aber irgendwie ist es jetzt doch nicht dazu gekommen. Wie sieht's aus? Tanza. Tanzer kann Giftspitzen, Tanzer kann Tarnsteine. Und das war's. Weil auf Level 1 kann es noch Tackle. Wow. Wir sehen, der Movepool von Tanzer ist extrem. Aber es macht nichts. Wir machen Stealth Rock. Und was ich gerade gesehen habe, ist richtig cool. Tanzer kann Erdbeben. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich persönlich finde das geil. Erdbeben finde ich gut. Finde ich klasse. Und machen wir dann den Zugriff auf Gyroball? Ich denke nicht. Nein, mache ich nicht. Wir machen aber dann noch... Was können wir denn da machen? Lass mal eben hier nochmal auf PokeWiki gucken. Forget. Revenge? Du kannst Revenge?
Revenge geht? Revenge geht. Oh mein Gott. So, wir machen erstmal vollen Angriff mit einem harten Wesen. Mit einem harten Wesen. Geben dir noch einiges in die Spezialverteidigung und machen den Rest in die KP. Weil, warum nicht? Kann nicht schaden. Und wir nennen dich... Wie nenne ich dich? Keine Ahnung. Mir wird bestimmt wieder was einfallen oder ihr nennt mir irgendwelche Vorschläge. Aber das ist dann jetzt mein Little Cup Team. Ziemlich... Also ich, wie gesagt, ich muss mich in dem Tier noch so ein bisschen reinfinden. Und je nachdem, wie groß der Anklang bei euch ist, wird es dann noch öfter geben. Weil ich wollte es eigentlich schon immer mal gerne im Little Cup kämpfen. Aber gut, das war es dann jetzt von meiner Seite aus. Wie gesagt, EV-Training über Super-Training, weil anders geht's nicht, weil wenn ihr über Horden macht, levelt ihr viel zu schnell und das wollt ihr nicht. Das wollt ihr definitiv nicht. Levelbegrenzung ist Level 5, laut der offiziellen Sache hier. Und ja, das war's dann von meiner Seite aus. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und ich hoffe, wir werden einige Kämpfe erleben im Little Cup. Ich hoffe es. Und gute Kämpfe. Aber das werden wir dann sehen. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein und ciao.